Vor kurzem teilt TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer eine ganz private Nachricht mit seinen Fans. Seine 9 Monate alte Tochter Maximilia kämpft gegen einen Hirntumor. Nun ist Maximilia in der Nacht vom 21. auf den 22. November 2020 gestorben. Die ganze Nacht hielt ihr Papa ihre Hand. Dieses herzergreifende Foto seiner süßen Tochter teilt er zum Abschied und schreibt dazu: Unser Engel Maxi. Die Anteilnahme am schweren Schicksalsschlag des 37-Jährigen und seiner Familie ist riesig. Seit die Familie im Sommer 2020 die schreckliche Nachricht bekommt, kämpft ein Ärzteteam im Krankenhaus um das Leben der kleinen Maximilia. Vor wenigen Wochen entscheiden sich Dr. Johannes Wimmer und seine Frau dann dazu, ihre Tochter nach Hause zu holen. Maximilia wird von einem Palliativteam und Krankengymnasten gepflegt. Die Familie will noch ein wenig gemeinsame Normalität erleben. Das Paar heiratet sogar in der Zwischenzeit. So kann die kleine Familie denselben Namen tragen. Gegenüber Bild sagt der Mediziner, sie hat dann den für sie richtigen Zeitpunkt gewählt, von uns zu gehen. Und als Eltern haben wir ihr gesagt, dass sie gehen darf. Maximilia hat sich im Schlaf geborgen und umsorgt in unserem Bett auf die Reise zu den Sternen begeben. Unsere gesamte Familie konnte in Ruhe und Frieden Abschied nehmen.